Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Crysis 2. Ja, das letzte Mal schön versagt, deshalb wir jetzt hier einfach mal drauf. Heißt wie? So, danke Boss. Glaub ich mal. Naja. Warum gehen wir überhaupt hier leise durch? Wir sind doch sowieso dem Obermotherfucker. Boah, brauch mal mehr Licht, ey. Besser. Das ist ein großer. Wir haben schon wenig Munition, du. Das ist C4, ne? Ja. Na komm her, großer. Was ist denn das? Achso, normaler Typ. Deckung! Sie überrennen das Gebäude! Ich muss raus! So, Alter, fuß dich. Hä? Sag mal. Da. Jemand muss den Finder holen. Kein Problem. Was? Alles kein Problem. Alles kein Problem. Rüber da, hoch da und da hoch. Da hoch. Da haben wir das kein Problem. Wie gesagt, alles kein Problem. Wahrscheinlich auch hier, oder? Na egal. Ach, ich muss da rüber. Ja, okay, krieg ich hin. Boah. Bam, Junge. So. Weiter geht's. Wo denn? Ach, egal. Zünder holen. Okay. Oh, nicht gut! Ah, scheiße! Ah, fuck! Ach, kack drauf! Fick dich! Ach, klutsch mir die Eier. Geh drauf. Leg dich nicht mit Alkoholfress an. Können nichts, können die, ey. Verdammt, ja, genau so. Was ist? Hä? Rennst du weg? Was ist denn? Nichts kannst du. Wie komm ich denn da rüber? I'm confused. Ach da. Hua! Hua! Ey, keine Sorge, ich rette euch. Ich bin das Hey. Ohne Musik ist das ganz schön unspannend hier, Alter. Was? Ist der noch nicht tot? Doch, der ist tot, ich wollte schon sagen. Tot. Alles kein Problem. Ach du Scheiße. Ist hier irgendwo. Nee, weg nicht. Wollte schon sagen, die sind doch nicht so gut irgendwo.
meine ich mit Koloss? Ach, der heißt Koloss? Ja gut, das habe ich die Folge schon anders genannt, wo der auftaucht. Natürlich nicht so toll. Warte mal. Ach, mehr kann ich von der nicht. Ah, okay. Ich lieb das Teil, ich lieb das mit dem T4. Okay, alles gut. Hier hin. Okay, geil. Who's the King, Alter? Ich kann's doch noch. Weiter geht's. Okay. Alle Teams im Bau. Die Evakuierung von den Plattformen der unteren Ebene beginnt umgehend. Sanitätsteams sofort dorthin. Ausrüstung liegen lassen. Und nur die Überlebenden mitnehmen. Bravo Kompanie unterstützt. Jeder Zug bekommt eine bewaffnete Eskorte. Kompanien Alpha und Echo. Sie halten die oberen Ebenen und den Bahnhof, bis die primäre Evakuierung abgeschlossen ist. Überlegt uns schnell, Männer. Wir lassen niemanden zurück. Let's roll. Mann, das wird hier noch richtig spannend, wird das hier. Ich freue mich. Das Spiel ist doch, wo ist nochmal durchspiel, ganz schön cool. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe, diesen Monat das Spiel durchzuspielen, weiß ich nicht, ob ich das auch noch diesen Monat, ob ich auch noch diesen Monat mit Crysis 3 anfangen kann. Deshalb, bitte. Ich um Geduld. Das tut mir jetzt natürlich leid. Bleiben Sie, wo Sie sind! Weg mit der Waffe! Identifizieren Sie sich! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Er ist ein Marine! Dr. Gould sagt, es ist Alcatraz! Gould? Diese Niete, was weiß der schon? Ganz ruhig! Lassen Sie ihn durch! Motherfucker! Meine Güte! Ist da drin wirklich ein Mensch? Kumpel, Sie sehen aber gar nicht gut aus! Was ist mit Ihnen geschehen? Colonel Barkley wartet auf Sie. Hier entlang. Die anscheinend noch überleben, ne? Meine ich. Na, ob sie infiziert sind, weiß ich nicht. Sieht aber so aus. Irgendwas muss es doch geben. Oh Gott. Das ist meine Frau, Sie Schwein. Lassen Sie mich rein. Ich will zu ihr. Das ist nicht möglich, Sir. Das ist mir egal. Sie hat Angst und Sie lassen mich jetzt zu ihr. Was wollen Sie denn tun? Mich erschießen? Nein, ich erschieße Sie nicht, Sir. Aber wir haben keine Ahnung. Kranke Scheiße, du. Richtig kranke Scheiße. Mit mir ist alles in Ordnung, Mann. Mir geht's gut. Das ist alles Quatsch. Ja, ich bin. Scheiß die Wand an, ey. Es ist schon richtig übel, was hier abgeht mit der Seuche. Ach, was? Na? Och, was guckt die denn so, hm? Ja, Mensch, seid ihr gefangen genommen worden? Habt ihr verdient, ihr kleinen Wichser, ey. Motherfucker. Verdammt, geben Sie mir eine Waffe. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Sie werden jeden Mann brauchen können, der mit einer Waffe umgehen kann. Kann ich nicht machen. Sie wurden soeben neu eingestuft und wir sollen sie sofort entwaffnen. Meine Güte, ich war einer von Ihnen. 9 Jahre. US-Armee, genau wie Sie. Bitte stillhalten, Sir. Ich bin ein Marine und Sie haben sich für den privaten Sektor entschieden. Ihre Privilegien sind erloschen. Okay, alles klar. Ganz ehrlich, haben Sie echt verdient. Tja. Okay, wo ist denn jetzt dieser Barkley, Alter? Wie stark garantiert ist der denn bitte? Bitte durchlassen.
Ich weiß Ihre Hilfe durchaus zu schätzen, aber das hier ist eine Militäroperation. Sie sind Zivilist und diese Stadt steht unter... Kriegsrecht. Ja, und es läuft ja ganz prächtig schön, für dass Sie es geschafft Sie hören haben, mir Mann. Einfach nicht zu, Colonel. Wir sollten... Alcatraz! Sie haben es geschafft! Gut, Sie an Bord, Sir Marine. Meine Männer halten viel von Ihnen. Scheiße, die meisten haben sogar Angst. Finde ich gut. Frontsoldat, den Sie einfach nach vorne schicken können. Er steht jetzt unter meinem Kommando. Wir brauchen jeden Mann, um den Laden hier zu halten, bis die Evakuierung abgeschlossen Colonel? Ist. Tja, mal sehen, was die mit dir vorhaben. Ich bin selber gespannt. Dr. Gould, danke für Ihre Zeit. Sie werden mit dem Zug evakuiert, zusammen mit den anderen Zivilisten. Mehr kann ich im Moment nicht für Sie tun. Sie kapieren das nicht. Jack Hargreave hat auf all das die Antworten. Wir müssen sofort soweit wir wissen, auf ist Hargreave inzwischen vorbereiten. Tot. Die Evakuierung hat Priorität. Chino, bringen Sie ihn zum Zug. Sekunde mal, loslassen! Es tut mir leid, Dr. Gould. Wir haben dafür keine Zeit. Chino, zu den Zügen Sir. Mit ihm. Vorwärts, Doc. Wir müssen los. Alcatraz, Sie gehören zu mir. Ich habe da irgendwie kein gutes Gefühl. Warum sagt er nichts? Ich bin irritiert. Ihr Freund Gould ist aufgetaucht und hat behauptet, er wäre Tara Strickland in dem Chaos entkommen. Blödsinn. Tara Strickland war eine dekorierte Navy Seal, bevor sie abgestürzt ist. Sie muss ihn befreit haben. Aber warum sollte sie das nur tun? Gute Frage, warum? Oder vielleicht ist er auch wirklich im Kommen. Wer weiß, wissen tun sie es nicht. Sehen Sie sich die Leute an. Ich bin hier aufgewachsen. Jeder da unten könnte zur Familie gehören. Und wenn es hier so kommt wie auf Ling Shen... Und wenn man hoffen, hier läuft alles gut. Verdammt! Hier funktioniert wirklich gar nichts. Wird schon, wird schon. Ich war auf Ling Shen und hab Strickland sterben sehen. Als Tara davon erfuhr, ist sie zusammengebrochen. Alkohol, Drogen, unehrenhafte Entlassung. Ihr Vater dreht sich bestimmt im Grab um. Und jetzt arbeitet sie privat für Hargreave? Martinez, was ist denn? Sie stürmen die Haupthalle, Sir. Keine Zeit mehr. Martinez, runter auf die Bahnsteige. Sagen Sie Dickerson, der erste Zug soll losfahren. Unsere Zeit ist gerade Sir. Abgelaufen. Was? Alter. Haupthalle, verschaffen Sie diesen Leuten etwas Zeit. Ach, kein Problem, wenn ich das machen muss. Puh, ich kann doch alle gar nicht sehen. Ja, bla bla bla, das ist kein Problem. Was kann das Ding denn? Oh, Granatwerfer, schön. Bitte die Tür öffnen, ganz sachte. Dankeschön. Ah, wie gesagt, bla bla bla. Alles gut, alles ganz ruhig. Warte mal, was hab ich denn am Waffen? Warte, ich werde das nochmal. Das war so, ne? Ja, richtig. Lass mich das mal nehmen. Was willst du? Hä? Du gehst auch nochmal als erstes drauf, ey. Ja, 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 bla 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 bla. Hier, Ende Gelände, Ende aus, Nikolaus. Oh, nicht gut. Das ging jetzt erstaunlich schnell. Das war jetzt unerwartet. Warte mal, gib mir das mal, gib mir das mal. Dankeschön. So. Ich werd schwere MG. Au. Weg damit, Alter. Kack mal losgehen.
drauf! Kackvieh! Geht doch! Oh, wollte schon sagen, nur. So, was hat das Ding denn noch so? Ein Petto! Ja, komm! Danke! Schön! Mensch, bist du weg vom Fenster? Der auch. Ich bin alleine, ne? Alpha-Kompanie, Stellungen halten! Wir brauchen 20 Minuten zur Evakuierung! Erledigt die scheiß Molotten! Wow! Ach man, die haben mich auf die Nerven, ey. Oh. Taktische Optionen? Benutzen. Sammeln. Beschaffen. Nehmen. Benutzen. Und nehmen. Okay. Go, 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 go. Huh! Voilà. Liegt da. Das finde ich gut. Da war ein Scheißdreck. Hä? Mir auf die Nerven, ey. Ich habe keine Zeit dafür. Das ist doch ein Witz, ey. Scheiße. Ich gar nicht gut. Ach du Scheiße. Oh, verdammt. Keine Sorge, ich mach das. Alles gut. Was liegt denn da? Ach so, ah, okay. Ja, das ist natürlich dann auch eine Idee. Ach ja. Soll ich vielleicht mal machen. Energie. Was macht er da? So macht man das. Ne? Ich will mich verarschen, der lebt immer noch. Geht drauf. Witz, Alter, wie fällt der aus? Ganze Swarmer, alle Raketenschüsse. Nicht gut. Was zur Hölle? Okay. Oh, fuck, ey. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge zu Crysis 2. Bis dann.